I'm fed up of your lying behind my back, and I'm fed up of the secrets I can't keep track. Oh baby, I'm just fed up of you. Used to be my everything, my every thought and word, and then no other secrets and everybody heard it. James Cottrell im Weihnachtsfieber. Der britische Musiker James Cottrell brachte 2010 sein erstes Single Unbreakable heraus, mit der er nicht nur die vordersten Plätze der österreichischen Hitparaden erklomm, sondern auch für den Amadeus in der Kategorie Song of the Year nominiert wurde. Mittlerweile ist der Brite seit 14 Jahren im Musikgeschäft und hat alle Höhen und Tiefen der Branche erlebt. Aktuell gibt es ein brandneues Album und einen aktuellen Weihnachtssong. Wir trafen James Cottrell in der Fußgängerzone auf der Kärntner Straße, wo einst seine Musikerkarriere begonnen hat. Also das Album heißt Let's Talk, weil es ist eigentlich nach der Pandemie genannt. Also das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, ist Zeit miteinander und direkte Kommunikation. Also FaceTime ist zwar schön und gut, aber es hat nichts im Vergleich mit echtes Kaffee in der, echte Kaffee in der Hand zu haben und richtig zu tratschen. Also ja. Let's Talk heißt das aktuelle Album. Ich habe einen neuen Song am Start, der heißt Christmas Glow. Ich möchte nur Einsamkeit damit bekämpfen, damit es uns allen gut geht zu Weihnachten. Das ist mein Wunsch für dieses Jahr, eigentlich auch für immer, abgesehen von Weihnachten. Und ja, es ist mal ein bisschen was anderes von mir. Eine Ballade, kein Sommerhit, sondern intim und wärmend und es geht auch ins Herz. Well, it's only Christmas, when you truly believe. You've made a difference to someone in need. Well, there ain't no doubt about it. It's the best gift of all to love one another and all in this world. Bei dem gebürtigen Engländer läuft aktuell alles wie am Schnürchen. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und erwartet sein zweites Kind. Oh, privat schaut es hervorragend. Also ich habe eine Gitarre vor meinem Bauch, aber meine Frau hat ein Baby im Bauch. Und im Februar ist es soweit, dass ich zum zweiten Mal Papa werde und es wird eine zweite Tochter. Also ich freue mich enorm. Ja, yeah, also für Tochter 1 gibt's I'm here for you, whenever you're feeling blue. I will be your fortress, standing like a soldier. I'll hold you, cause I'm here for you. Und ja, ich arbeite noch an die Nummer für meine zweite Tochter. Ich muss sie noch kennenlernen. Meiner Meinung nach sind meine besten Lieder komplett unbekannt. Also die Hits, das sind eher so die kommerziellen Sachen, die einfach, sie kommen immerhin vom Herzen, aber irgendwie, die sind nicht so musikalisch top im Vergleich zu dem, was ich schreiben kann. Aber immerhin, also Giving Up, das hat schon ein gewisses Etwas, Unbreakable, ja, es ist ein Ohrwurm. Aber ja, ich glaube, Lieder wie Christmas Glow, die sind wichtig. Was kaum einer weiß, ursprünglich hätte die Karriere vor der Kamera stattfinden sollen und nicht auf der Bühne als Musiker. Er stand in der finalen Auswahl der Schauspieler in der Fantasy-Filmreihe Die Chroniken von Narnia. Ja, ja, Narnia. Ja, wow, dass du das weißt. Ja, The Chronicles of Narnia. Leider habe ich gegen den Sohn von Ben Kingsley, Freddie Kingsley, verloren. Aber ja, ich bin eigentlich ausgebildeter Schauspieler, habe nie im Leben Musikunterricht gehabt. Und der originelle Traum war, Schauspieler zu werden. Aber dann ist es gelungen, meine eigene Geschichte zu erzählen. Und ich bin umso dankbar dafür. Mit seinem aktuellen Album ist der Künstler aktuell noch im Dezember in Österreich unterwegs. Danach freut er sich auf ein paar ruhige Tage mit seiner Familie und seiner Tochter aus erster Ehe. Zu Weihnachten wünsche ich James Cottrell nicht viel, da ist er sehr bescheiden. Ja, also ich bin jetzt auf Kirchentour. Also Mariazell, St. Pölten und Wien sind jeweils an der Reihe. Und nächstes Jahr, wenn die drei mir gut gefallen, dann spiele ich die ganze Tour in jedem Bundesland in einer Kirche. Ja, ich brauche die Bühne in meinem Leben schon. Also es beruhigt mich irgendwie. Sonst würde ich einfach in Kreisen herumlaufen die ganze Zeit. Das tue ich auch nebenbei. Ich bin leidenschaftlicher Läufer. Aber ich brauche die Bühne als Outlet für meine ganze Energie, aber auch um meine Geschichte zu erzählen. Ja. Wie gesagt, also mit Christmas Glow möchte ich Einsamkeit bekämpfen. Und mein Wunsch wäre, dass es nicht nur zu Weihnachten gelingt, sondern für immer. Zu Weihnachten
dass ich einfach mein Handy ausschalten kann für 2 Wochen und einfach Zeit mit meiner Familie, und mehr wünsche ich mir nicht. Also Zeit ist die wichtigste Währung mit Abstand für mich. Und für nächstes Jahr, naja, ich wünsche mir, dass ich den richtigen Song für meine baldige zweite Tochter finde und das auch zum großen Hit wird. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Merry Christmas, everybody. James Cottrell hier. Ich wünsche euch alle ein, ja, besegnetes Fest.